Das ist dann quasi 1 von 2. Ach ne, wo war 8? Da vorne ist das Kapitän Caliente. Ja, gut. Dachte, ich muss da jetzt irgendwie weiterlaufen. Mr. Hand. Wie in Dogtown. Wie schön. Seite an Seite mit meinem Lieblingssöldner diesseits der Sierra Nevada. Hatten wir nicht nur einen Auftrag zusammen? Lass uns nicht die turbulente Geschichte von Haitianern, Netrunnern und Animals vergessen. Ohne mich hättest du die VDBs nicht kennengelernt. Ich bin der Quell deiner Abenteuer, auch in Dogtown. Wir treffen uns also endlich mal persönlich? Dazu sage ich weder ja noch nein. Statt einer Antwort gebe ich dir lieber Arbeit. Hoffe, du nimmst an. Eins noch. Ich weiß nicht, wie du über die Grenze nach Dogtown gekommen bist, aber ich vermute nicht durchs Haupttor. Ist aber auch nebensächlich. Zukünftig kommst du jedenfalls problemlos rein und raus. Name und Gesicht sind jetzt im System. Ab sofort kommst du ungehindert über die Bezirksgrenze. Ich melde mich wieder. Jo, und wage ich zum Tower. Ich dachte mal, Dogtown wäre unter der Erde. Mysteriöses Signal. So, die Nebenquests, ich glaube, die mache ich in einem extra Folgen. Vielleicht nenne ich das dann einfach so die Aufträge von Dogtown oder so. Das sind also Folgen, da kann ich dann zwei Folgen an einem Tag rausballern. An alle Bewohner, Kurt Anthony hier. Feindliche Agenten haben Dogtown infiltriert. In unserer Mitte befinden sich USA-Spione und Unruhestifter. Augen auf, wenn ihr das verdächtigt. Meldet es. Bester Preis in Dogtown! Second hand, be neu. Kapitän Caliente. Der Typ ist mit dem Schiff untergegangen. Sieht jetzt irgendwie. Okay, was haben wir denn hier? Das muss ein Lager sein. Ich glaube nicht, dass dann sonst jemand Minen an den Eingang platzieren würde. Das ist kein Zugangspunkt. Da klopft doch immer jemand. Wird hier jemand eingesperrt? Mal einfach ist so nie einfach hier. Das ist random. Mein Leben sorgfältig lesen, bezahl dein Kopf explodiert. Wir haben gewonnen. Penis Nanogel, Betrugswarnung. Auch immer Implantate, billig. Was ist das?
Antiker Schrott. Ob das überhaupt funktioniert? Fuck, was war das jetzt nochmal? 09? Ich glaube 09. Nein. Ja. Schon ran. Ich suche mir in der Zwischenzeit einen Cheeseburger. Ist da jemand? Hallo? Das Scheißteil ist kaputt. Oder du hast dich verwehrt. Fuck, was machen wir jetzt? Besser. Nenn mich wie. Andrew Jackson Street, Basketballplatz. Tagsüber, klar. Unser mysteriöser Freund ist nicht gerade sehr gesprächig. Da hätte auch eine Textnachricht gereicht. Gib dich zum Basketballfeld, okay. Bester Preis in Dogtown. Secondhand, wie neu. Das war ein Missverständnis. Ich wollte, dass er mir das Salz reicht und dann habe ich ihn ein bisschen geschnitten. Ein bisschen? Hast du ihn etwa umgebracht? Nein, für den kam Traumati. Deshalb hatte ich auch nur 100 Sekunden, um zu packen und abzuhauen. Und du? Wie bist du in Dogtown gelandet? Ich war zu beliebt bei meinen Kunden. Ich hatte 3 aus unterschiedlichen Gangs. Und die haben das irgendwann rausgefunden. Dann dachten sie, ihre Geheimnisse sind bei dir nicht mehr sicher. Genau. Die haben sich nur... Achtung an alle Bewohner. Wie? Es gibt da einen Ripper-Doc, der umsonst arbeitet. Anthony Anderson. Ohne seine Klinik in Montagna de Oro hätten die Armen von Dogtown niemanden. Nun haben die Scavs zugeschlagen. Sind wohl hinter Anderson her. Der Doc hat sich im Büro verschanzt und ist von der Außenwelt abgeschnitten. Sein Assistent Odell Blanco wartet vor der Klinik. Besprich alles mit ihm und denk dran, Dr. Anderson muss unversehrt bleiben. SOS Weltner. Avenger in der Klinik. Dum-dum-dum. Tagsüber, hat der Typ doch gesagt. Jetzt freunden wir uns höchstens mit einer Kugel an, wie. Ja, aber er ist echt heiß. Aber nein, darum geht's nicht. Der hat Nova-Präparate von Ronald gekauft. Ronny? Scheiße, das war's mit James' schönem Gesicht. Hab den besten Sitz hier. Ja. Das wird ein spannendes Spiel. Johnny Silverhand ist Basketballfan? Seit wann? Du weißt, was ich meine. Ein anderes Spiel geht gleich los. Und dein Kopf ist der Ball. Hast recht. Da braut sich was Fieses zusammen. Ein verfickter Sturm, ja. Lass dich nicht vom Sonnenschein täuschen. Du trittst gegen erfahrene Spieler an. Aber du bist gerade erst aufs Feld gestolpert. Das sind geübte Soziopathen. Die tun bloß so, als wären sie deine Freunde wie... Also spiel ruhig, aber werd nicht zum Spielball. Du traust Myers nicht. Sag's doch einfach. Du traust Myers nicht. Ich kenne Leute wie sie. Politiker? Schlimmer, Militärs. Du hast entweder den Schwanz der Scheißoffiziere im Mund oder ihre Knarre, wenn du nicht gehorchst. Denen kommt man nicht so leicht.
Als Deserteur weiß ich das. Der tapfere Silverhand ist ein Deserteur. Der furchtlose Johnny Silverhand, Geisel der Megakonzerne. Jetzt kommt's. Bezwinger der Verlogenheit, ist aus der Armee abgehauen. Unglaublich. Applaus. Der Schwachkopf, der zur Armee gegangen ist, war Robert John Linder. Fürs leichte Geld, für Ruhm und Ehre. Linder ist verreckt. Von der Front kroch jemand anderes nach Hause. Johnny, ich wollte nicht. Schon okay. Ist lange her. Eins habe ich in all dem Schlamm und Blut gelernt. Und das wäre? Nach dem Zuckerbrot kommt die Peitsche. Folgendermaßen. Jeder Soldat kriegt ein Gewehr, eine Flakweste und einen Haufen Versprechen. Früher oder später ist die Munition alle. Du blutest durch die Weste und die Versprechen sind ein Scheißdreck wert. Genau. Und dann greifen sie zu der Peitsche namens Werte. Du wirst im Schützengraben bombardiert, deine Chums bekommen nette Phosphorduschen und ein Offizier erzählt dir was von Loyalität und Pflicht. Wenn das Zuckerbrot ausgeht und sie die Wertepeitsche schwingen, dann lauf, kleines Häschen. Lauf. Das beschäftigt dich alles noch, oder? Musst dich deinen Dämonen mal stellen, Johnny. Ich hatte die ganze Zeit keine Probleme damit. Bis jetzt. Politiker, Militärrunner, Geheimagenten und Colonel Hansen zum Dessert. Nicht die Creme de la Creme der Drecksfotzen in Dogtown. Rede ich nicht um. Guck auf den Platz. Ende. Was hast du da? Johnny, wer schnauft mir da in den Nacken? Woher soll ich das wissen? Ich sehe bloß, was du siehst. Du hast da was in der Hand. Zeig mal her. Sag dir diese Münze hier was? Aber ich muss mir sicher sein. Der nimmt sich aber sehr ernst. Wer? Dich. Rosalind. Ich kenne keine Rosalind. Und du auch nicht. Bist echt ein Profispion, wie? Ist sie in Sicherheit? Nicht, wenn wir noch mehr Zeit vergeuden. Sehr gut. Dribbel um ihn rum. Ist dir jemand gefolgt? Hast du darauf geachtet? Weiß nicht. Hab nicht drauf geachtet. Nun, wenigstens bist du ehrlich. Gut gemacht. Schwarzer Thornton Merrimack. Auf der Straße. In 3 Minuten. Vordersitz. Wir sollten getrennt gehen. Damit niemand misstrauisch wird. Geh du vor. Oh, wollt ihr nicht Händchen halten? Reed? Ein aalglatter Wichser. Was für ein Spinner. Ich finde den super. Komm schon. Hey, hast du den Typen gesehen, mit dem ich geredet habe? Den Großen? In dem Mantel sieht er aus wie ein Kinderschänder. Ey, verzieh dich mal lieber. Okay. König der Stäbe. Schwarzer Thornton. Ja, fuck, was war das gerade?
bevor wir fahren. Entschuldige die Vorsicht. Ich gehe ungern Risiken ein. Manchmal ist es sicherer, einem Chum die Malorien in die Rippen zu drücken, auch wenn er auf meiner Seite ist. Nichts Persönliches. Nimm es mir nicht übel. Nein, ich nehm's dir nicht übel. Du musstest dir sicher sein. Hätte ich auch so gemacht. Ist das so? Du bist nicht in unserer Branche wie... Doch, das bin ich, seit gestern. Na komm, woher weißt du was? Was hat mich verraten? Du sitzt mit einem Fremden im Auto. Dein Glück, dass ich wirklich ich bin. Ich habe mir deine FIA-Akte angesehen. Interessantes Profil. Unabhängiger Söldner. Geboren in Haywood, Night City. Und interessanterweise, seit gestern Nacht ein FIA-Agent. Was mich interessiert, was hast du mit der ganzen Situation zu tun? Ach, ist ein Auftrag wie jeder andere. Nicht etwas ungewöhnlich? Du würdest dich wundern. Ungewöhnlich gibt's nicht. Okay. Dann besuchen wir endlich mal unsere Freundin in Not. Die Adresse, bitte. Ein Gebäude in der Crest Street. 8. Stock. Du hast sie in Dogtown allein gelassen? Hätte ich mit dir lieber eine Stadtrundfahrt machen sollen? Weißt du was? Ja. Hör mal, der Ort schien mir sicher. Sicher? Ein verfallenes Gebäude in Dogtown? Das klingt doch absurd. Warte. Ich muss rangehen. Was denn? Ich hab heute frei. Du bist doch der Manager, nicht ich. Frag halt Bob. Der schuldet mir eh was. Tja, Pech gehabt. Ihr müsst mal ohne mich klarkommen. Mein Chef. Ich arbeite in einem Club. Als Türsteher. Du weißt schon. Was ist deine Tarnung? Ist das dein Undercover-Job? Türsteher? Reicht, um die Rechnung zu bezahlen. Plus Extras. Schläfer erhalten keinen Lohn. Wir haben Gesellschaft. Mach dich bereit. Fuck! Hansen Schläger! Und los geht's! Okay, dann packen wir doch mal die Shotty aus. Yo! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Safe, du hast ihn in Sande bis getan gehabt. Schwere Geschütze, ne? Lässt er die Waffe jetzt einfach fallen? Wir sind dir gefolgt. Also haben sie Meyers vielleicht schon gefunden. Vielleicht über eine Metrokamera? Die Straßen haben wir verdammt gut vermieden. Gute Idee, schlecht umgesetzt. Klassiker. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Vor uns da. Schöne Scheiße. Komm, steig auf. Bleib dicht bei mir.
großer Fehler. Erstmal in die Luft schießen. Das ist alles deine Schuld. Waren das alle? Gibt es noch mehr? Ich denke, das waren alle. Kamen so plötzlich. Wenn sie reinkommen, versteckt ihr euch. Alles klar? Wir kümmern uns darum. Komm, wie? So war das nicht geplant. Und deshalb ist Frank jetzt tot. Scheiße. Na komm. Mal nach oben. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, dass ich den angeschossen habe, aber Manche Dinge ändern sich nie. Was? Egal, wo sie hingeht, es gibt Tote und Verletzte. Scheiße. Ich hätte die Aufnahmen löschen sollen. Mein Fehler. Ein Fehler. Passiert den Besten. Hoffentlich bügeln wir das aus. Wenn jemand sie gewaltsam mitgenommen hätte, wäre das Stockwerk nur noch Schutt. Sie hätte sich gewehrt. So begrüßt du mich? Sorry, Rosalind. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Dir auch? Das freut mich. Du hattest meine Nummer noch. Manche Nummern vergisst man nicht. Sei ehrlich, du hattest nie vor, diese Nummer zu wählen. Naja, ich war gerade in Night City, auf mich war ein Kopfgeld ausgesetzt. War ein günstiger Zeitpunkt, um mich zu melden und eine alte Freundschaft aufzufrischen. Ich würde ja gerne eine Kaffeepause machen, aber die Uhr tickt. Ich muss deine Rückkehr nach Washington organisieren. Nein, Reed. Erstmal müssen wir reden. Wir drei. Hier. Okay. Kommen die Präsidentin, ein Söldner und ein Geheimagent ins Oval Office. Weiß nur nicht, wo ich in dem Witz vorkomme. Du hast die Nachrichten gesehen. Hansons Rhetorik ist immer unterhaltsam. Er arbeitet diesmal aber nicht allein. Jemand von unserer Seite unterstützt ihn. Also, ein ganzer Haufen Kriegstreiber? Für manche war der Krieg nie vorbei. Das ist noch nicht alles, Reed. Ich war nicht allein im Flugzeug. Songbird war auch an Bord. So me. Ich hatte ein mieses Gefühl bei der Sache. Jetzt weiß ich warum. Wo ist sie jetzt? Wie hat als letzter mit ihr gesprochen? Wahrscheinlich ist sie ins Eis gekracht, als sie diesen Kampfroboter gehackt hat. Ein kleiner Fehler passiert dem Besten. Aber wir wissen es nicht genau. Leider brauchen wir Beweise und keine Vermutungen. Reed, du weißt genau, was das für die nationale Sicherheit der NUSA bedeutet. Außerdem ist sie dein Schützling, Saul. Du hast ihr all deine Tricks beigebracht. Sie rekrutiert. Und sie und wir haben eine Verbindung. Das ist eine Spur. Die einzige, die wir haben. Ihr zwei müsst sie finden. Gemeinsam. Reicht es nicht, dass ich einmal für mein Land gestorben bin? Was heißt das, du bist gestorben? Was hat sie über mich erzählt? Dass du ein Team von Agenten angeführt hast und nach Kriegsende untergetaucht bist. Hat sie ausgelassen, dass Arasaka mich erledigen wollte? Dass ich mit drei Einschusslöchern auf der Intensiv lag? Dass ich erst nach 6 Monaten wieder ohne Hilfe scheißen konnte? Hat sie bestimmt vergessen. Bestimmt. Aber so war's.
Nochmal langsam. Du hast Reed und Nancy im Stich gelassen. Er ist fast verreckt. Und jetzt soll er wieder für dich spulen? Echt jetzt, Madam President. Du schuldest ihm verdammt viel. Stimmt. Es tut mir leid, Reed. Für diese 7 Jahre. Reicht das? Für einen Neuanfang? Ich bin da. Ich helfe euch. Aber ich mach das für So-Mi und für mein Land. Nenn mich ruhig naiv. Und du, wie? Eure Verbindung erklärt immer noch nicht, warum du überhaupt hier bist. Keine Ahnung, was man dir zahlt. Aber du solltest dich fragen, ob es das wert ist. Oh ja. Mach das, um zu überleben. Songbird ist meine einzige Chance zu überleben. Ich hab den Relic von Arasaka im Kopf, der mein Hirn zerfrisst. Dann sind wir uns jetzt ja alle einig, wie. Also können wir einander auch helfen. Das denke ich auch, Reed. Wenn wir Somi finden wollen, müssen wir uns anstrengen. Gründliche Aufklärungs- und Erkundungsarbeit. Wir brauchen Kontakte, Informanten, die mit uns reden, die davon irgendwie profitieren. Du musst ihr Vertrauen gewinnen. Das ist nicht leicht. Das ist nicht so leicht in Dogtown. Ich muss Meyers Rückkehr nach Washington organisieren. Ich melde mich wie. Okay. Danke, wie. Für alles. Neue Verstärkung. Nee, Kleiderschrank schon. Tanten. Yikes, Doofuriegel. Yeah! Hawk, 5 plus, nice. I'm gonna let go, I'm gonna let go. Ins... Nee, Straße. Ach, da waren wir. Ich hätte auch aus dem Fenster springen können, aber das wäre dann nicht so gut geendet. Unseren Aufträgen wartet 2 Tage, bis ich dich anrufe. Das läuft alles glatt. Schwesterteil kommt erst noch. Ich gebe dir Bescheid, wenn wir aus Dogtown raus sind und pass auf dich da auf da drin. Die Straßen wimmeln nur von Hansons Patrouillen. Jim Jerry, riechst du das? Verbranntes Tutu. Ich heiße Jim Jerry. Sagt dir das was? Die meisten Leute denken, nahm das Gerücht von quietschenden Reifen den Geruch von verbrannten Gummi. Die ganze Stadt hat gesehen, wie du dich auf den Straßen schickst, um dein Talent, dein Flair und das Feuer in deinen Augen. Warum geht es bei diesem Sport? Ich muss dich endlich wieder bei dem Rennen sehen, wie immer und immer wieder. Aber wenn du es nicht für deinen alten Kumpel Jim tun willst, dann tu es für die wunderschönen 10.000 Eddies und den Autofixer-Rabatt, die dich an der Ziellinie erwartet. Die Koordinaten kommen gleich. Mit verbrannten Gummi überzeugt. Und Führerschein zu verlieren. Okay. Das sollte ich hören. Wir sehen uns auf der Rennstrecke. Okay. Fahrzeugmodell. Delivery und Logistik. Entweder hat sich sein von einer Handwerkskunst der Lieferung nach Hause. Das soll alles am günstigen Mal Blumenstrauß. Dann haben wir unsere Werbeaktion. Bitte gib die. Moment, grün. Mach ich dann noch jetzt den Turbo Silbergrau, knallrot. Ist blau.
Den Chiron, da weiß ich ungefähr, wie der aussieht. Bei dem komm, wir nehmen den Chiron. Ein Auto-Miniaturmodell aus. Die ganze Zeit an sich wie. Rocky Ridge Plains. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen was anderes nehmen sollen. Als den Stirn. Aber ich dachte, das wäre für mich. Aber gut, dann mache ich jetzt hier offiziell den Cut. Dann mache ich jetzt 2 Folgen draus. Und genau. Lucretia, my reflection. Warte 2 Tage, bis Reed dich anrufe nach anderen Aufträgen. Dann machen wir erstmal andere Aufträge danach und dann gucken wir mal. Dann erkunde ich erstmal Dogtown.